und somit herzlich willkommen zurück zur Formel 1 hier in der Season Nummer 3. Wir sind in Silverstone. Es gibt pure Sonnenschein. Alter Verwalter, okay? Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir schauen erstmal auf die Tabelle. Ja, letztes Mal, ich habe es gar nicht mitbekommen, Leute, in Belgien, ich bin die schnellste Runde gefahren. Einfach so. Also klar, okay, Godmode und PJ, einer von den beiden hatte wohl schon die schnellste Runde, aber die zählen da nicht mit rein. Dementsprechend war ich quasi von den restlichen der mit der schnellsten Runde. Absolut gar nicht realisiert. So im Rennen, nach dem Rennen oder so generell. Erst so als die Tabelle rauskam, so Alter, okay. Und auch interessant, Wurstbrot in Niederlande hat mit der gleichen Platzierung auch die schnellste Runde gemacht. Weil er auch da 11 Punkte hatte. Ja, vor mir Saturnfisch und Wurstbrot. Wobei, na, Wurstbrot eigentlich gleich. Ich finde es aber interessant, wie so Wurstbrot vor mir ist. Ich meine, wir haben genau die gleichen Platzierungen. 15, 12 und 11. Aber erst vorne. Okay, sehr interessant, aber nur gut. Ja, es wird sich dann im Laufe der restlichen Saison dann wohl noch schon zeigen, wer da die Nase vorne hat. Olli letztes Mal gewonnen. Ist sehr nah wieder rangekommen. Und ja, Overkill noch. Eigentlich auch nur 4 Punkte weg, aber klar, okay, wir sind noch ganz am Anfang. Da ist natürlich, ja, sind die Punkte immer nah dran. In der Konstrukteur sind wir nur Vierter. Okay, wir sind einiges hinter Williams, obwohl Williams eigentlich auch alleine fährt. Ferrari. Ja, indirekt. Also klar, okay, im ersten Rennen waren beide da, im zweiten Rennen gar keiner. Also weiß nicht, wie wir das machen. Mercedes ist halt natürlich immer zu zweit gewesen. Ja, schau mal, was da noch so geht. Ja, und wir kommen gleich auf eine schnelle Runde. Ich habe es ja schon vorher gesagt, purer Sonnenschein. Ich bin trotzdem mit den Regenreifen raus. Das ist einfach normal in Silverstone. Nee, ich fahre ja meistens meine erste Runde auf Inters. Ein bisschen eingerufen, einmal so die Strecke fahren. Ja, dann mal so ein bisschen schauen. So, klar, erste Kurve, muss man ein bisschen aufpassen. Und dann kann man die Runde eigentlich auch schon vergessen. Ja, ich habe es versprochen, die Inters-Runde kommt noch. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen kniffliger mit den Inters, weil halt man die Kurven nicht so fahren kann wie mit den Slicks. Aber das ist ja eigentlich normal. Aber wir schauen jetzt einfach mal, was hier so geht mit Inters. 7 Leute haben schon eine Zeit gesetzt. Jetzt ist nur die Frage, wie viele Leute sind da? Ich glaube sogar, wir sind, nur 8 Leute. Also ich glaube, ich bin der Letzte. Oder also quasi der Einzige ohne Zeit. Bin mir jetzt aber gerade ein bisschen unsicher. Müsste man mal die Punkte unten durchzählen. Aber beim Fahren, ja, guck hier, drückt es sich halt ein bisschen raus, weil die Inters ein bisschen nicht so guten Grip haben, aber einfach mal um so eine kleine Zeit zu setzen, mal gefahren zu sein. Hier könnte man theoretisch halt mit den Softs auch, ich glaube, fast mit Vollgas durchbrettern und dann kommt hier die S's. Da ist hier viel Rot, aber es ging eigentlich, ging es gerade fast schon besser wie mit den Mediums hier durchgefahren. So, vom Gefühl her. Wir sind immer noch bei 8, also ich glaube, wir sind auch nur 8 Leute. Das heißt, wenn wir wirklich bei 8 bleiben und man überlebt, dann heißt das halt easy peasy points. Also 4 Punkte sind ja dann eigentlich quasi schon sicher, oder? Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. So. Es sind P4, okay, aber vor uns zu im Ei mit Inters, hinter uns PJ und Cyber mit Wets, okay, also die übertreiben dann nochmal mehr, warum auch immer. So, jetzt machen wir aber hier einmal auf Ernst und haben die Softs drauf, wobei ich will mal was probieren, mal gucken, ob das funktioniert, wir schauen einfach mal. So, irgendwie sind auch die Zeiten jetzt hier mit dem Reifen so ein bisschen durchgemischelt. Wir sind auf P6 gerutscht. So, wir fahren hier, ja, noch nicht ideal durch.
Aber die Zeit, man sieht es am Delta im Grünen, geht immer weiter hoch oder weiter runter. Wie will man das nennen? Weil es ja im Minusbereich ist, geht es ja eigentlich runter, aber von der Menge geht es eigentlich hoch. Hier auf der Geraden, Alter, da kriegt man fast gar nichts, okay. Auch interessant. Also klar, in den Kurven gewinnt man halt natürlich übelst Zeit von Inters of Softs. Aber krass, dass auf der Geraden dann irgendwann hat man gar nichts mehr bekommen. Hier geht auch die Zeit relativ träge hoch hier. Und man, ja, gut durchkommen. Jetzt natürlich schön die S's mitnehmen. Wie so schön grüne Flagge. Oh ja, da kann man hier den ein oder anderen Fehler manchmal reinknallen. Da vorne fährt jemand, weil wir gehen jetzt erst auf die Hotlap. Oh, dankeschön, Mr. Overkill. So, Sektor 3 gelb, ich glaube immer noch eigentlich wegen Overkill, weil er ein bisschen langsam war, okay. Also kein Unfall, keiner steht im Weg. Bei uns ist schön Platz, wir machen die Hotlap an. 4,5 Sekunden, wir kommen auf P5. 8 Zehntel zu Overkill auf P3, okay. Aber es gilt es mal zu schlagen und halt auch noch hoffentlich mehr. So, mal schauen, was so eine Hotlap ausmacht. Wir sind jetzt halt hier schon bei einer halben Sekunde. Und hier merkt man es dann halt schon auch schön auf der Geraden, gell, dass da natürlich mehr Power vorhanden ist. Oh, und die Kurve war nicht so gut. Mit der habe ich auch manchmal ab und zu Probleme. Aber wir düsen weiter. Wir haben bald die Sekunde. So, jetzt hier wieder schön rein. Ja, funktioniert auch ganz gut. Sekundisch gefallen. Jetzt wieder die S's. Oh, ein bisschen weit. So, wir kommen auf die DRS-Zone. Und Alter! Kann das sein? Sektor 2 lila? Also das ist immer so... immer schwierig. Weil es zeigt es oftmals an und dann stimmt es gar nicht. Wobei wir ja schon, also 2 Sekunden noch mal rausholen mit der Hotlap. Also schon übel, gell? So ohne Hotlap und mit Hotlap 2 Sekunden. Und es wird... Alter, P2! 2 Zehntel hinter Brot. Okay, alter Falter, das ist aber auch sehr nah dran. Außer es kommt halt noch irgendwas. Bin mir jetzt unsicher. Der ein oder andere Saturnfisch könnte noch unterwegs sein. So, auf die Startplatzierung geschaut. Alter, Saturnfisch ganz schön nah dran. Kazu ist dann ein bisschen weiter weg und der Rest, aber klar, man muss sagen, WhoamI, Cyber und PJ haben halt nicht richtig mitgemacht, weil sie mit Regenreifen gefahren sind. Aber richtig nice. Wir starten von Platz 2 und ja, 1, 2, 3 sehr nah aneinander. Das kann natürlich sehr interessant werden. So, wir reihen uns gleich ein. Bigger und so weit vorne. Was macht WhoamI denn hier? Aber wir haben halt eigentlich die schlechte Seite, gell? Oder halt die Innenseite. Und es wird... Hätte er weiter... Was macht Kasu schon wieder? Okay. Das stellt sich wieder sehr seltsam hin. So, auf die andere Seite hätte ich es verstanden. Aber dann nach rechts? Ich weiß nicht. Außer geht drauf, dass ich vielleicht einen schlechten Start oder eine rechts vorbeigeht. Aber für die erste Kurve ist halt sehr unvorteilhaft. Concentration. So, Brot eigentlich. Immer ein guter Starter. Und er hat noch Softs-Reifen, aber er startet für die Softs-Reifen nicht so gut. Wir haben gut Platz hier. Ziehen wir gleich rüber nach links. Saturnfisch auch nicht so gut gestartet. Dadurch eben schön Platz gehabt. Jetzt müssen wir nur schauen wegen Dirty Air und so. Uiuiui, die kommen ja alle angeschossen. Wenn man so einen Rückspiegel schaut, gell. Sind, glaube ich, ein paar ein bisschen sehr weit gefahren. Weil halt natürlich auch mit dem Windschatten, mit Dirty Air und so, glaube ich, ein bisschen schwierig. Man schaut jetzt auch mal so, wenn man so schaut, guck mal, Saturnfisch ist noch dran, die anderen halt eigentlich schon weg. Rein so vom DRS her, wobei, ja okay, Overkill zu Saturnfisch natürlich noch. Obwohl, ja, Overkill zu Cyber, aber halt jetzt mal rein zu mir gesehen,
Halt Overkill schon 1,5 und Cyber 2. Ja, ist schon ein bisschen was weggegangen. Ich weiß nicht, Brot da vorne pusht er oder sind es halt einfach nur die Reifen? Aber natürlich auch die Frage, was für eine Strategie sie fahren. Also klar, je nachdem, was im Rennen passiert, ist mal angedacht, Medium, Medium, Hard zu fahren. Aber ich könnte auch die Strategie noch ändern kurzfristig, obwohl, also auch generell mit Medium gestartet. Und ja, Brot und Fischi mit Softs gestartet. Da bin ich halt auch gespannt, wie sie fahren. Müssen natürlich dann eigentlich auch früher rein. Und dann halt die Frage, wie sie weiterfahren. Aber nun gut. Weil die zweite Strategie, die ich hätte, die fahren sie vermutlich nicht. So, wir müssen ein bisschen dranbleiben, wobei Fischi auch nah dran ist. Aber ja, okay, auch natürlich bessere Reifen auch noch. Generell die letzten Rennen eigentlich auch ganz gut gefahren. Und dann halt noch die bessere Reifen. Wird natürlich sehr interessant. So. 7/10 auf Brot. Ja, dann machen wir das mal. Aber zu viel will ich halt auch nicht rausballern. Aber es wäre halt gut, im DRS von Brot zu bleiben. Weil der ganz schön hier wegzieht. Gell? Also ich glaube, hier sieht man es so ein bisschen. Ich würde es gar nicht unbedingt sagen, dass es eher S war. Vielleicht ein bisschen. Okay, schlecht reingelenkt. Vielleicht ein bisschen, aber vermutlich halt auch die Reifen. Sorry, Fischi, da ist jetzt ein bisschen, war ich ein bisschen langsam, eher ein bisschen schnell, gell? Und ein bisschen blöd zum Überholen. Da bleibt er natürlich schön hinten, aber ich glaube, dadurch habe ich ihn auch ein bisschen ausgebremst. Und ich habe keinen DRS, weil jetzt sollte es kommen. Ein bisschen pushen, aber das reicht halt nicht. Und in den Kurven generell habe ich halt die Nachteile. Und jetzt Saturnfisch bekommt dann DRS. Okay, dann nehme ich beide Wurstseiten mit hier. Geht nur noch das Brot. Was für eine Kombination. Eigentlich auch eine interessante Strecke. Eine der wenigen Strecken, glaube ich, wo auf der Zielgeraden kein DRS gibt, gell? Also klar, ist natürlich sehr kurz, aber keine DRS-Zone. Wenn man so Belgien nimmt, das ist eigentlich die Zielgerade auch sehr kurz, da gibt es aber DRS. So, und Brot zu weit weg. Saturnfisch hat aber auch ein bisschen was verloren, gewinnt jetzt halt natürlich wegen DRS wieder. PJ kommt langsam ran, aber hinter PJ ist dann auch wieder eine gute Lücke eigentlich. Wobei eigentlich so grob gesehen das ganze Feld zusammen ist, gell? Wenn man so schaut, also jetzt nicht extrem auseinander, wobei, okay. Wir sind jetzt auch erst in der dritten Runde. Aber ich finde, Brot fährt eigentlich auch nicht großartig weg. Also das ist natürlich auch ein bisschen... er fährt halt nur weg, weil ich irgendeinen Blödsinn mache oder ihr nicht in den Flow reinkommen. Was macht der Saturnfisch? Also da habe ich eh keine Chance. So schlecht, wie ich aus den S's rausgekommen bin und DRS, kann man echt knicken, da zu fighten. Aber jetzt habe ich wieder DRS. Und eigentlich ist Brot jetzt, also eigentlich war die Pace von mir und Brot relativ gleich, bis auf die Fehlerchen. Vielleicht komme ich jetzt mit Fischi sein DRS auch weiter nach vorne, wieder Richtung Brot. Das wäre natürlich auch ganz gut. Müssen wir aufpassen, dass sie mir beide nicht abhauen wegen den Softs-Reifen, aber klar, okay, die müssen halt irgendwann früher in die Box. Und dann ist die Frage, haben wir dieselben Strategien oder nicht? Ja, guck mal, hier merkt man halt, wie gut die hier rauskommen aus den Kurven. Das ist halt das Üble. Wobei, von hinten kommt schon PJ, der könnte mich auch ein bisschen ziehen. Solange ich aber in dem DRS von Fischi bin, sollte alles gut sein. Aber jetzt Brot fast 2 Sekunden weg, ja, also dann doch noch ein bisschen hier was rausgeballert, oder ja, rausgeballert wohl nicht, aber Vorteil des Reifens.
Jetzt sind wir wieder ein bisschen rangekommen. Jetzt geht es wieder ein bisschen weg. DRS müsste aber sein. Wo ist denn da die Detection Zone? Achso, Vollwert vorne, okay. So, wir sind auch wieder, guck mal, näher wieder an Rot rangekommen. Jetzt habe ich gesagt 2 Sekunden, jetzt sind wir bei 1,6 wieder. Das heißt, mit Fischi zusammen kommen wir da ein bisschen ran. Können wir Brot ein bisschen Druck machen, dass er nicht schön entspannt vorne fahren kann. Mein ehemaliger Teamkollege, ich finde das immer ein bisschen so schwierig. Da, also es soll ja nichts Böses sein, ihm Druck zu machen. Aber er musste ja auch noch zu Mercedes wechseln. Nee, nee, nee. So. Oh, Fischi kommt weit raus. Okay, das ist natürlich sehr gut, weil der Abstand sehr weit war. Jetzt sind wir wieder ein bisschen rangekommen. Wobei jetzt hier natürlich wieder ein bisschen schwierig, weil, ja, man merkt halt die Softreifen, beziehungsweise den Mediumreifen. Oh, hier kommt auch nochmal weit raus. Das ist auch ein sehr fataler, also fatal jetzt nicht, weil er nicht viel verloren hat, aber dadurch bekomme ich wieder DRS. Ansonsten wäre ich wohl raus gewesen. Das ist mein Vorteil. So, was macht Peacher jetzt? Bleibt er hinten? Geht er vor? Er hat ein bisschen besseren Exit meistens in den Kurven. Interessant ist aber eigentlich... Ach nee. Verdammt, nee. Egal. Ich wollte gerade sagen, interessant ist, dass Brot nur noch eine Sekunde vor mir ist und immer mehr Fahrer zwischendrin sind, aber wir sehen ja Brot gar nicht mehr in der Tabelle. Ich habe nur die Zeit zu Fisch gesehen und dachte, das ist die Zeit zu Brot. Das war jetzt falsch gedacht, aber nun gut, sind eigentlich noch dran. Jetzt ist halt, ja, man sieht es jetzt leider nicht, wann Fisch ins DRS kommt, ob er überhaupt im DRS ist. Von hinten klopft dann auch langsam noch Ruhm Ei an. Alter Falter. Okay. Wobei wir ja derzeit noch auf Podium wären. Und wenn HMI vorbeigeht, wären wir immer noch auf Podium. Aber dann ist die Frage, was macht Cyber Tiger da hinten? Der kommt auch schon wieder ein bisschen näher. Ja, jetzt muss ich auch noch in PJs DRS bleiben. Auch ein bisschen was verloren. Ja, das wird eng, hier ein bisschen pushen. Hier in der Rechtskurve. Das ist halt übel zu schauen. In der Rechtskurve, in der ersten von den S's, ist der DRS-Strich. Und da zu schauen, ob es passt von der Zeit, gerade wenn es so knapp ist, ist halt auch ein bisschen übel. So, oh, was ist denn da los? Okay. Das war irgendwie ein bisschen alles eng. Das war okay. PJ macht komisches Manöver. Brot hat 3 Sekunden. Okay, was ist denn da los? Eigentlich ja auch ein sehr sauberer Fahrer. Vor allem, ich glaube, hat noch gar keine Verwarnung, gell? Wo kann man am einfachsten hier Verwarnungen sammeln? Bei mir theoretisch das Gefühl... Nach der zweiten DRS-Zone, diese Rechtskurve, da trägt es mich, wenn ich die zu schnell fahre, links raus und dann kann man hier schön was holen. An Verwarnung und Strafen und so. So, 2,5 Sekunden auf Brot, aber eigentlich wäre ich gerade P1. Aber wir haben noch sehr viele Runden. Und ja, da kann noch sehr viel passieren. So, HMI klopft auch schon an. Bitte bleib noch dahinter in den S's. Danach wird er wohl eh vorbeiziehen. In den S's wäre es interessant gewesen. So, bin eigentlich echt schon ein bisschen links geblieben, aber ja, jetzt kommt er.
So, jetzt haben wir zwei vor uns, die aber keine Punkte bekommen. Also wie die halt wieder wegziehen. Das finde ich halt auch manchmal so richtig übel. Hat sie bei PJ und Godmode da vorne die zwei. Guck mal, der zieht halt weg. Und ich glaube, ich habe nicht mal DRS bekommen, gell? Oh, das war ganz knapp. Nee. Guck mal, ich bekomme nicht mal DRS, Alter. Innerhalb von so 4-5 Kurven fährt halt eine Sekunde weg. Das ist halt schon übel. Auch hier direkt PJ überholt. Okay, PJ geht aber noch dagegen. Und Saturnfisch hinten dran. Oh, da muss ich auch aufpassen. Ich darf da auch nicht so viel vorne rumschauen. Aber hier schon mal die ersten 8 Runden. Relativ interessant. Geht hier spannend weiter. Komme ich hier gut durch, aber ja, eine halbe Sekunde nach hinten. Ja, jetzt kommt natürlich wieder Fischi ein bisschen ran, wobei jetzt nicht so schafft, so 10 Runden vorne zu bleiben. Also jetzt, also insgesamt auf 10 Runden gesehen. Dann könnte es eben langsam auch sein, oh, beim Fischi und Cyberfang anzufighten. das gibt mir natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Aber, ui, jetzt sind sie auch ein bisschen weiter weg. Das ist natürlich sehr gut für mich. Wollte gerade eben sagen, weil dann so ab Runde 10, ganz grob gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine richtige Aussage ist, kann man dann mal so langsam halt auch sagen, dass der Softs-Reifen halt ein bisschen schlechter wird. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Nee. Auf den harten! Nee. Verstanden, geht in Ordnung. Also eigentlich medium hart. Ein Stop, okay. Auch übel. Will eigentlich MMH und je nachdem, ob was passiert oder wie das Gefühl ist, ob ich vielleicht sogar noch auf den Soften gehe oder so, aber wir schauen mal. So, wollte gerade sagen, wo ist eigentlich diese McLaren hin? Aber der ist ganz vorne, weil ich jetzt rot sehe und dachte so, hey, habe ich den McLaren überholt? War der in der Box, also Godmode? Aber nee, der ist einfach vorne und taucht in der Tabelle jetzt gerade quasi nicht auf. Und wir sind nah genug dran, um DRS zu bekommen. Da vorne muss auch was gewesen sein, oder? Wieso hat Brot nur noch 1,7 Sekunden auf mich gesehen? Der war doch bei 2,5 und theoretisch noch weiter weg. Oh, und Cyber ist wieder da. Wo kommt denn der plötzlich her? Und Saturnfisch ein bisschen weiter weg. Kann jetzt auch dann langsam sein. Obwohl ja auch, wenn man, ja, okay, wenn man jetzt Saturnfisch und Brot anschaut, könnte es sein, dass die Softs-Reifen jetzt so langsam keinen Vorteil mehr haben. Das könnte jetzt so ganz langsam der Fall sein. Dass die jetzt nicht mehr so krass wegziehen können. Alter, keine Verwarnung. Okay. Das war aber gerade noch so auf der Linie. So, jetzt wird es halt interessant hier. Aber PJ da, ich bekomme DRS. Wobei Cyber halt auch öfters mal gut rauskommt. Oh, hier Positionswechsel. Jetzt habe ich halt aber gar kein DRS mehr, gell? Das ist das Interessante dabei. Okay, Cyber ein bisschen side by side mit PJ. Da stehen die S's rein, aber dann doch nicht. Ja, und das ist der Punkt. Jetzt haben halt beide DRS, gell? Schaut mal auf die Zeiten. Sie kommen jetzt nicht mega angeflogen, aber sie kommen ran. Und Godmode 5,5 Sekunden weg. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen an Brot rankommen. Wenn wir jetzt so langsam... Ja, was heißt Reifenvorteil? Ist das auch schwierig gesagt. Medium-Reifen jetzt auch. Ja, die Medium-Reifen jetzt natürlich ja auch so schon ein bisschen abbauen.
Aber vielleicht nicht ganz so schlimm wie der Softreifen. Aber die Zeit bleibt wieder. Also wir sind wieder auf Brot-Pace. So, und dahinter PJ, Cyber und dann glaube Fishy. Die sind glaube alle so in einer halben Sekunde immer weiter nach hinten. Das heißt, ich leite hier einen DS-Train, oder wie? Das ist ja die große Frage, was ist besser? PJ hinten als Schutzschild oder PJ vorne als DRS-Geber? Weil Brot bleibt stabil mit den 2 Sekunden, kann man sagen. Und dann ist die Frage, wann er in die Box geht. Oh, da kommt einer angeflogen. Oh, der hat das aber auch ERS gedrückt, oder? Der war plötzlich dann mal sehr schnell. So, Godmode geht in die Box, okay. Okay, dein Hintermann holt dich um 5 Zehntel pro Runde ein. 5 Zehntel. So, jetzt gibt's wieder DRS, aber Cyber ist natürlich auch hier im Nacken. Jetzt sehen wir Fishy wieder, 1,5 Sekunden. Ja, okay, der war auch ein bisschen weiter weg. Also bei 2 Sekunden mal. Der kommt auch näher ran. Weiß es nicht, ob der jetzt im DRS von Cyber war. Und hier merkt man aber langsam, dass die Reifen immer schlechter werden. So, der immer mehr rot in der Kurve. Das ist ja ganz normal, mit dem muss eigentlich jeder kämpfen oder rechnen. Gut, DRS. Aber Cyber kommt so minimal näher ran, außer der benutzt auch ein bisschen seine Batterie. Das ist halt auch die Frage. Und wir kommen ein bisschen am Brot ran. Das ist eben der Punkt. Also war ja schön, hinten den Rücken frei zu haben. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind wir halt auch an Brot nicht rangekommen in dieser Zeit. Und wir sind so bei 31 links vorne und hinten 23%. Also hinten rechts. Okay, auch ein bisschen unausgeglichen. Aber nun gut. So, jetzt ist natürlich Cyber sehr nah dran. Bisschen mit Batterie und DRS. So, es wird halt interessant, gell? Wir sind alle auf Medium, aber die 2 Softstarter, die sind halt auch noch draußen, gell? Also ich weiß nicht weiter hinten, wie die gestartet sind. Das war nicht so gut hier. Das kommt doch schön nah ran. Kein Fehler machen, schön durch. Oh, ja, hier ein bisschen langsam. Ja, aber komm, hier geht er natürlich schon vorbei. Oh, jetzt ist hier ein bisschen langsam. Oh, obwohl auch nicht so. Geht einigermaßen. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Aber jetzt die große Frage, wie lange bleiben die Softreifen draußen? Wollen die vielleicht Medium, Medium, Soft fahren? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Dann auch meine Frage, wenn die da so lange draußen bleiben, ob wir das auch so machen. Also eben doch auf den Soften gehen. Das weiß ich eben nicht so genau. Aber Brot immer schön weiter am Führen.
Okay, Gottmod war mal da, aber auf der einen Seite klar keine Punkte für ihn. Quasi ist jetzt komplett hier geführt. Jetzt müssen wir an Cyber ein bisschen dranbleiben. Problem aber. Oh! Okay. Ja, jetzt bleiben wir gut dran. Ich wollte sagen, Problem, aber Fischi kommt wieder näher ran. Das ist halt auch ein Problem. Ich habe immer mal wieder so ganz kleine Fehlerchen in den Kurven. Und das sind die Fehlerchen, die ja, die Leute wohl dazu bringen, wieder näher ranzukommen. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Und diese Aussage finde ich eben krass, dass wir langsam Grip verlieren. Guck mal, wir sind halt schon teilweise fast schon bei 40%, wobei halt doch ein bisschen verteilt die Prozente. Aber Brot und Fischi sind halt immer noch auf dem Soften unterwegs. Das finde ich sehr interessant. Hier 15 Runden. Und Fischi kommt zum Beispiel auch wieder näher ran. Brot hält sich eigentlich immer so. Oh, jetzt hier ein bisschen gerutscht, okay. Dann frage ich mich, wie machen sie das mit den Softreifen? Da müsste doch schon irgendwo bei 50% sein. Jetzt habe ich selber noch einen Fehler gemacht. Mal gucken, ob das reicht mit DAS. Schauen wir mal, jetzt müssen wir hier gut durch die Kurve kommen oder Cyber macht wieder einen Fehler. Ein bisschen pushen, dass es reicht. Man kann es halt einfach nicht sehen, weil man muss sich dann so auf die SS konzentrieren. Aber es hat gereicht. Immer so die Frage dann, komm, gehst du durch die SS so, habe ich bekommen, habe ich nicht bekommen, ich weiß es nicht. Aber jetzt ist schon gerade eine Sekunde weg. Aber PJ ist relativ nah an Brot dran, gell? Wobei PJ ist halt 1,5 Sekunden von mir weg. Dann müsste Brot halt 2 Sekunden wieder weg sein, also so wie schon vor 5 Runden gefühlt. Und jetzt sind wir auch wieder komplett DRS-Train mit Fischi zusammen. Von Platz 1 aus gesehen, oder? Brot wird jetzt langsam ganz schön bedrängt hier. Von Red Bull und Ferrari. Mach ja keinen Fehler. Und hier ganz schön gleich unter Druck gesetzt. Oh, da ist schon einer side by side. Brot P2. Eigentlich will ich jetzt an die Box. Ich finde es aber immer noch interessant, dass die Softs-Reifen draußen sind. Also hier, okay, Who am I? A.K.A. Godmode. Ja, okay, der war vorher mal an der Box. Aber Brot und Fischi waren noch nicht. Interessant. So, reicht es. Das müsste eng werden. Sollte aber reichen. Brot kommt jetzt näher an mich wieder ran, hat aber jetzt selber auch DRS, gell? Jetzt müsste Peach ein bisschen wegpushen. Aber er wird überholt. Wird gesnackt. So, wir gehen rein. Mal gucken, Undercut-mäßig oder so. Da was geht. Also hier. Keine Strafe riskieren. Ah ja, Fischi geht hinterher. Okay, aber auch interessant, weil Softreifen, gell? Dann müsste Brot jetzt halt auch langsam rein. Aber schauen wir mal. So, wir brauchen einen guten Boxenstopp. Fischi direkt hinten dran. Losfahren, losfahren. Sah eigentlich ganz gut aus. Die Zeit war besser, als wir dachten. Ja, eigentlich ganz normal. Alter, verschlucke ich mich auch noch. So, wie wir reingefahren sind, fahren wir wieder raus. Jetzt müssen wir aufpassen bei der Ausfahrt. Da ist mir auch schon passiert, dass ich mal so ein bisschen weggerutscht bin. Bei dieser ganz leichten rechts hier. So, jetzt erste Runde wird auch interessant. Kalte Reifen. Auch nicht so schön zu fahren. Fischi, aber halt noch schön dran.
Oder vielleicht kriege ich den Vorteil. Hat der jetzt eigentlich DRS oder nicht? Ich glaube aber theoretisch schon, gell? Ja, scheint auch ein bisschen fies. Wollte sagen, vielleicht hat er ein bisschen Nachteile mit den kälteren Reifen, aber ja, okay, bekommt noch das DRS. Weiß gar nicht, was heute mit Overkill los ist. Der ist auch relativ weit weg. Oder weiß nicht, ob es da einen Unfall gab oder so. Wird auch noch von Kasu verfolgt. Sieht man auf der Minimap. Keine Verwarnung. Okay, interessant. DJ in der Box. Er gibt keinen DRS mehr den vorne, den Leuten da, gell? Aber um Brot geht auch rein. Cyber bleibt draußen. Okay, das wird jetzt interessant. Der Fischi kommt angeflogen. Zieht aber nochmal zurück, weil es doch nicht gereicht hat. Okay. Verliert aber sehr viel Zeit. Sehr viel hier Längen. So, was geht jetzt ab? Hier vorne mit PJ und Brot. Wir sind an beiden vorbei. Nee, PJ ist vorne, Brot nicht. Okay, das war natürlich ein schöner Undercut gegen Brot. Ja, aber Brot war 1,5 Sekunden voraus, jetzt 1,5 Sekunden hinterher. Okay, kann natürlich noch sein mit Saturnfisch, der ist auch noch vorbeigekommen, dass er da vielleicht auch ein bisschen irgendwie gebremst hat oder ausgewichen ist. Aber nice, nice hier mit dem Boxenstopp. Richtig schön gemacht. Also wir sind Runde 18 und es gab noch keinen Schnitt. Also außer im Qualifying. Weil alles so nah aneinander ist. Cyber ist 28 Sekunden weg. Ja, da ist die Frage. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das bei den anderen war. Weil wir jetzt ja dann doch vor Brot gekommen sind. Peter hat vielleicht noch in der letzten Runde ein bisschen gepusht. Ich weiß es nicht. Wir haben aber wieder DRS, aber ja, okay, Saturnfisch auch, Brot auch. Der DRS-Train wieder da. Cyber geht in die Box rein. Mal schauen, wo der rauskommt. Aber das wird halt auch übel, gell? Wir sind halt alle wieder aneinander, also nah aneinander. Entweder kommt er davor oder danach oder irgendwo zwischen rein. Und zwischen rein wird halt auch wieder interessant. Aber ich glaube, er verliert ein bisschen. Jo, Alter. Hinterbrot. Hinter allen. Okay. Da war die Boxenstrategie eigentlich schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch hier den Fischi da hinten halten. Und dann wäre ich eigentlich schon wieder P1. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Wir müssen immer schön fahren. Wir sind aber auch nah dran. Oh, das ist sogar über eine Sekunde gerade. Ja, was ist mit Fischi los? Aber, Alter, es schwankt so. Was ist mit Fischi los? Also hier so 18, 1,1, dann wieder 19, jetzt hier 1,2, 1,1. Also, alter Verwalter. Und ich glaube, das hat sogar gereicht, kein DRS zu haben. Oh, Godmode wieder in der Box. Okay. Der macht wieder 6-Stopp-Strategie oder so. Er benutzt alle Reifen, die es gibt. So gefühlt. So, dann schauen wir mal. Ja, jetzt noch ein bisschen an PJ dranbleiben, aber ich darf halt auch nicht zu viel Zeit verlieren. Und dann, dass Fischi nicht im DRS ist. Und dann sieht es eigentlich ganz gut aus, ja schon mal. Dann können wir vielleicht mal so, ja, keine Ahnung, so 2-3 Sekunden rausfahren. Und dann schauen wir eben mal. Oh, Cyber hat jetzt auch 3 Sekunden. Okay. Aber das sieht halt auch schon mal gut aus, gell? Wenn man sich so überlegt, so eigentlich sind wir immer nah aneinander alle. Oh, nicht gut rausgefahren. Was wollte ich jetzt sagen? Nah aneinander. Rot und Cyber 3 Sekunden. Das hilft halt auch schon mal ganz gut. Selbst wenn die beide so 2 Sekunden vor mir wären. Am Ende des Rennens und dann 3 Sekunden haben. Ist schon mal gut, aber der Fischi kommt halt wieder. Es schwankt schon wieder. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter.
Ich will mal ein bisschen pushen. Muss jetzt hier aber gut durchkommen. Ja. Ich bin Fischi nicht da, sondern Rot. Also quasi hier mit den 1,8, 1,7. Oh, wow, 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 wow. Das wäre halt richtig nice. Aber Fischi ist halt so nah dran. Das ist gerade das Problem. Dass mir das so ein bisschen zu viel Druck macht. Oh, Brot 6 Sekunden. Oh, das ist jetzt natürlich. Wenn jeder seine Pace halten kann, ist es halt schon fast so ein Totschlag. Mit den 6 Sekunden. Vor allem, wenn ein Safety Car kommt, auch noch relativ Richtung Ende. Ich weiß gar nicht, aber ich habe noch keine Verwarnung, oder? Wobei, ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich muss mal nachher gleich mal schauen mit wie nennt man das hier? Mit diesen sauberen Runden, was da vor einem Zähler dran steht, weil ich glaube, ich hatte mal irgendwann, habe ich mal drauf geschaut, da haben aber 2 Runden gefehlt. Also quasi, wenn wir in der 10. Runde waren, dann stand da dran 8 Runden sauber. Aber was war in den ersten 1-2 Runden? Habe ich eine Verwarnung bekommen? Bin mir sehr unsicher. Oh shit, was ist mit Fischi passiert? Was ist mit mir passiert? Ja. Jetzt drückt es mich hier mal raus. Und entweder da, also da, wo es mich rausdrückt, oder nach der DRS hier, die rechts, wenn es mich rausdrückt, da sammle ich gerne, wenn dann überhaupt, Zeitstrafen. Ja, und jetzt geht's halt wieder los hier. Jetzt sind wir wieder alle nah aneinander. Wobei, ich glaube, Fisch hat das DRS von Brot gebrochen. Und Brot muss gegen Cyber fighten. Und Brot hat Druck, weil er 6 Sekunden hat und Cyber nur 3. Guck mal hier, 19 Runden. Wir sind aber Runde 22. Was ist in Runde 3 passiert? Weiß es gar nicht. Also Kontakt gab es keinen. Ah, bin ich nicht hier? Ich glaube hier raus, hier rechts zu weit raus oder so. Das heißt, ich habe ja eine Verwarnung. Oh, oh, oh. Ein bisschen aufpassen müssen wir schon. Also eine Verwarnung geht ja easy. Aber da kann mal schnell 1-2 Verwarnungen kommen. So, und interessant, dass Brot ein bisschen weiter weg bleibt. Oder ja, eigentlich bleiben die Zeiten auch relativ gleich. Aber Fischi ist halt rangekommen. Wir haben beide jetzt dieselben Reifen, also eigentlich dürfte es jetzt ja keine Vorteile oder Nachteile geben. Weil vorher war er ja auf dem Softs-Reifen unterwegs, aber vielleicht könnte ich dadurch ein bisschen besser sein, weil er eben diesen Vorteil nicht mehr hat. Wobei er jetzt ja schon in den letzten 2-3 Runden ja ein bisschen rangekommen ist, aber ja klar, ich mache dann hier und da einen kleinen Fehler und dann haben wir halt das Problemchen. Ja, genau. Ich versuche mit DRS vorbeizukommen. Aber die Strategie ist doch eher, dass es mir DRS gibt. Aber Cyber kommt jetzt auch gut dran, gell? Brot ist wieder relativ gleich weit weg. Ich glaube, Cyber ist ein bisschen schneller unterwegs. Das wird auch interessant hier. Jetzt sind wir wieder ein bisschen weg. Ich glaube, Fischi war wieder ein bisschen näher dran, wieder ein bisschen weiter weg. Es schwankt halt. Also ich glaube, wir haben beide so unsere Spots, wo wir ein bisschen besser, ein bisschen schlechter sind. Irgendwo kommt er näher ran, irgendwo fahre ich dann wieder ein bisschen weg. Schon gerade sehr interessant und Cyber hat DRS von Fisch und Brot hat auch noch ganz knapp DRS.
DRS-Train, Platz 1 bis 5 wieder da. Und von hinten, Winterbrot kommt zum McLaren. Der geht auch gleich in den DRS-Train rein. Oh, uiuiui. Okay, bisschen spät gebremst hier, Fisch. Alter, und hier gleich... Oh, hier gleich den Fehler, Cyber hier gleich schön reagiert und den Fehler ausgenutzt. Brot ist auch vorbeigekommen, dadurch DRS gebrochen. Das ist natürlich auch sehr nice, aber ob ich das halten kann, das ist halt auch die große Frage. 1,3, aber Cyber kommt halt schon ran, gell? Aber jetzt gerade nicht so. Das müssten wir jetzt nutzen. PJ gibt Gas, komm näher ran. Sonst war immer so 7, 8 Zehntel weg. Ist vielleicht auch sogar ein bisschen vom Gas gegangen. Weiß es nicht. Aber jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben hier, weil der Ferrari kommt. So, ich bin mal eine Runde knapp gesprungen, aber ja, der Ferrari ist nah dran. Godmode kommt auch näher. Ja, okay, er zählt ja nicht in die Punkte rein, aber es ist halt trotzdem interessant, weil er dann doch mal dementsprechend vielleicht mal DRS gibt oder jemanden überholt und dadurch wird man ein bisschen langsamer oder wie auch immer. Also auch interessant, was Godmode jetzt hier macht. Klar, Cyber hat noch die 3 Sekunden, was noch ein Vorteil für uns sein kann, aber wenn er dann halt freie Fahrt hat, dann ist ja die Frage, ob er die 3 Sekunden rausfahren kann. Er ist jetzt schon sehr nah dran. Mal gucken, wie wir rauskommen. Jetzt kommt halt Godmode vermutlich auch noch so ein bisschen dazu. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Oh nein, bitte nicht in die Kurve reinstechen. Ah, da hatten wir jetzt einen McLaren da hinten gesehen. Der versteckt sich ganz schön, ja. Ah, jetzt gerade nicht so. Oh, okay. Aber ein kleiner Kontakt. Bremst hier meistens einen Ticken früher, gerade auch wegen Dirty Air und so. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Ja, oftmals ist es so, wenn ich das nicht mache, dann fahre ich meistens so krass. Oder ja, nicht unbedingt in die Leute rein, aber dann bremst es so viel anders und so viel schlechter. Deshalb bremse ich da meistens einen Ticken früher, aber das nutzen die meisten dann, glaube ich, aus. Das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem. So, wir sind mal gespannt, was Godmode macht. Vor allem hinter Godmode ist der Thronfisch jetzt plötzlich mit 3 Sekunden. Was ist da passiert? Also Fischi und Brot sind doch nah aneinander, aber ich glaube, da gab es auch vielleicht den einen oder anderen Fight. Jetzt nicht unbedingt Kontakt oder so, vielleicht schon, aber oder vielleicht generell ein bisschen Zeit verloren durch Fights, ich weiß es nicht. Weil jetzt ja doch ein Stückchen weg sind. Ist schon mal ganz gut. Das heißt eigentlich nur noch hier Cyber. Hat noch so ein bisschen ein Problemchen. Dorn im Auge. Ich finde es interessant, dass Godmode gerade so ein bisschen dahinter bleibt. Will den Fight anschauen oder wie? Oder nicht stören oder keine Ahnung, was er machen will. Oh, jetzt sind wir nah hier an PJ dran. Oh, okay, da müssen wir doch ein bisschen vom Gas gehen. Hat schon nicht packt die Kurve ganz gut. Oh je. Das hier bei der Kurve rausbeschleunigen ist wirklich ein Problem. Und jetzt halt keine Chance. Hallo, die Position kannst du dir zurückholen. Ja, er kommt hier weit raus. Okay, aber dann doch vielleicht hier. Ah, ich habe vielleicht geschaut, innen rein zu stechen, aber Cyber ist nicht so weit rausgekommen, wie ich gedacht habe. Dann hätte man da vielleicht sogar richtig reinziehen können, aber hat leider nicht funktioniert. Jetzt einfach im DRS bleiben. Ah, da ist McLaren rechts. Oh nein, nicht Side by Side in die SS rein. Geh nach hinten, danke. Oh ja, genau. Und dann kommt eben so eine Verwarnung, gell. Ja, ist halt auch mies. Come on. So. Ah ja, guck mal, der bleibt aber hinten.
Oder auch doch nicht. Was macht er denn? Also eigentlich hätte er doch easy vorbeigehen können. Upsi. Kleiner Kuschler. Und nun haben wir trotzdem noch DRS. Aber guck mal, jetzt ist Saturnfisch wieder plötzlich 1,5 Sekunden nach vorne gekommen. Oh, Brot 9 Sekunden. Ja, das ist natürlich sehr übel. Also ich weiß natürlich nicht, wie viel Platz er nach hinten hat zu Overkill, zu seinem Teamkollegen. Wobei, es sollten, glaube ich, schon über 9 Sekunden sein. Aber nach vorne, so wie wir alle auf einem Pulk sind hier, alle nah aneinander, ist halt diese 9 Sekunden, ja, selbst wenn er ganz vorne wäre, wäre das halt ein Problem, gell? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben 2 Verwarnungen und ja, die fahren mir da vorne ein bisschen weg. Kein DRS mehr und Saturnfisch auch schon wieder relativ nah dran vor DRS. Aber wir haben ja noch einen Boxenstopp. Mal gucken, was da so geht. Ja, nochmal 3 Ründchen gesprungen. Das Zitter geht wieder weiter. Saturnfisch im DRS hat aber... aufpassen. Hat aber 3 Sekunden, ja, also da müssen wir auch richtig aufpassen. Wow, was ist denn da los? Okay, ein langsames Red Bull. Okay, Doki. Keine Ahnung, was da war. Cyber auf der 1, 3 Sekunden, auch Zeitstrafe, aber er ist halt fast 2,8 Sekunden weg, gell? Ist natürlich übel. Ja, Saturnfisch eben auch die 3 Sekunden, ist halt auch zu unserem Vorteil. Aber er ist halt im DRS-Bereich. Ich habe kein DRS. Wobei, oh, kriege ich Fisch sogar wieder raus. Kann auch gut sein. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt für dich offen. Ja, wir können jetzt auf den Harten gehen. Und, aber guck mal. Ich glaube, Cyber verliert halt auch ein bisschen Zeit. Kann es sein, dass zwischen Peach und Cyber da irgendwie ein Kontakt war? Und Cyber vielleicht Flügelschaden hat. PJ, keine Ahnung, er ist jetzt halt auf T5. Wir gehen in die Box auf die Harten, so wie eigentlich von Anfang an geplant. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen und was so alles passiert. Saturnfisch halt auch wieder nah dran. Jetzt ist aber die Frage, was Saturnfisch macht, weil wir sind zeitgleich in die Box gegangen. Fährt er dann Soft, Medium, Hard Strategie? Oder fährt er nochmal ein bisschen länger und dann bleibt er nochmal länger draußen und dann nochmal auf dem Medium. Also Soft, Medium, Medium. Wobei ich finde so, wenn wir Medium, Medium, Hard fahren. Oh nein! Mein Vorteil! Wir haben eine Zeitstrafe erhalten. Nein! Der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Und dann nochmal! Come on! Das ist der Vorteil gegen Fisch und Cyber. Den ich jetzt eigentlich nicht mehr habe. Also vielleicht den Vorteil, dass die 6 Sekunden bekommen, weil wir jetzt ja keine Verwarnungen mehr haben. So, hier schön langsam machen. Ah, das ist jetzt natürlich sehr nervig. Aber, na gut. Was will man machen? Wir schauen mal, wo wir rauskommen. Aber solange die anderen nicht in der Box sind, wir könnten bei Overkill so rauskommen, aber der war ja ein bisschen weiter weg. Es könnte aber sein, Overkill muss dann eh nochmal an die Box. Eva Kasu, 41 Sekunden. Der sammelt mal wieder. Gibt es da ein Katar-Déjà-vu? Wäre natürlich ein bisschen übel, wenn er disqualifiziert wird wegen den Zeitstrafen, gell? Also hier sind Punkte. Also klar, okay, er ist auch ein bisschen weit weg. Heute wohl auch nicht sein Tag. Aber P8 ist halt schon mal Punkte. Also easy Punkte. Und ich rutsche hier aus der Box raus. So, mit denen jetzt zu Ende fahren, sollte eigentlich gut funktionieren. Wenn wir so 16 Runden mit den Mediums gefahren sind, dann sollten wir 20 Runden auf den Harten auch schaffen. Machen wir hier den Softreifen rein, falls doch mal spontan noch ein Safety Car kommt und das reichen würde, zu Ende zu fahren. So, Kasu wieder 36 Punkte. Overkill! Ach, der war auch gerade in der Box, gar nicht mitbekommen, weil die Zeiten so gleich geblieben sind. Und jetzt ist halt die Frage, was die anderen machen mit dem Boxenstopp und so.
Wobei, klar, Brot auch. Medium-Reifen war auch auf dem Soften. War aber, glaube ich, nochmal ein, zwei Runden länger draußen, gell? Das ist für mich die Frage, auf welche Reifen die gehen. TJ jetzt an der Box, der wird wohl auch auf Medium gehen. Außer er sagt, er geht zweimal auf den Soften. Fishy in der Box. Oh, jetzt wird's interessant. Also Fishy, Brot und Cyber sind halt sehr interessant. Was die dann machen. Oder wo die rauskommen. So, Fishy war knapp hinter mir. Alter, er geht halt noch mehr auf den Medium-Reifen, gell? Und er kommt. Oh, ich bin aber schneller. Lass mich durch. Wohl auch nicht schneller, gell? Aber die Frage ist halt, auf dem Medium-Reifen hat er jetzt einen Vorteil. Aber Richtung Ende dann? Oh, Richtung Ende ist dann wieder die Frage. Und er snackt sich halt eigentlich hier schon wieder DRS, gell? Gibt's ja gar nicht. Ja, und das Problem ist, Cyber kann jetzt relativ frei fahren. Boah, hängt noch am McLaren dran. Dementsprechend wird es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ah, gerade so ein bisschen den Wechsel gehabt. Okay, fighten die auch noch irgendwie oder so? So, Cyber geht an die Box. Okay. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Brot fährt noch weiter. Es könnte sein, ja, dass Brot auch nochmal auf Medium geht. Also wirklich so, also so wie meine Strategie, quasi Medium, Medium, Soft nur umgedreht. Ist aber die Frage, was die Medium-Reifen am Ende sagen. Wobei sie mit den Softs-Reifen ja auch lang durchgehalten haben, ne? Sind wir mal gespannt. Cyber an der Box. Und wir kommen vorbei. Nicht ganz so knapp wie bei Fishy, aber relativ knapp. Oh, Fishy und Cyber side by side, oder? Ah, nicht ganz. Ging einigermaßen. Sah mal kurz so aus. So, und wer ist dann noch? Da waren doch drei gerade, oder? Fishy, Cyber. Sehe den anderen gar nicht. Wer fehlt denn noch? TJ. Ach, der ist auch noch da. Der ist ja auch noch da. Okay, alles klar. So, okay, alles klar. Aha. Was macht Brot? Aber Cyber war, was, ich glaube, 26, 27 Sekunden voraus, gell? Und wir sind vor ihm rausgekommen und Brot hat 20 Sekunden. Oh, und ich sammle. Alter, da muss ich aufpassen. Vor allem, weil Fishy nah dran ist und wir beide 3 Sekunden haben. Es wäre natürlich fatal, wenn ich auf die 6 komme. Ja, aber 19 Sekunden ist ja easy weg. Und dann halt noch die 12 Sekunden Strafe. Die haut halt auch richtig rein. Aber wenn wir die jetzt mal nicht beachten würden, dann würde ich halt, glaube ich, 6, 7 Sekunden vor Rot sein. Wenn man das so ein bisschen rechnet mit Cyber zusammen. Und die Zeit fällt auch noch. Aber die Frage ist, auf welche Reifen Brot geht. Wenn der halt 15 Runden gut mit den Softs am Anfang gefahren ist und jetzt noch ein bisschen durchhält, dann könnte er noch mal auf den Soften gehen. Dann fährt der Soft, Medium, Soft. Auch sehr interessant. Klar, er verliert jetzt gerade immer ein bisschen Zeit. Oh, Moment mal, PJ fast 10 Sekunden weg. Und da ist noch ein Ferrari. Was ist denn da passiert? Cyber und PJ ganz weit hinten. Also ganz weit hinten. Also 10 Sekunden hinten. Okay. Auch übel. Aber nah aneinander. Wird hier gezogen von PJ oder wie? Ja. So, Godmode wieder in die Box rein. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, finde ich, erbärmlich. Also nicht für Godmode, sondern so für mich so. Der macht so 1, 2, 3 Boxenstops mehr und ist halt trotzdem vorne. Das ist halt richtig übel.
Er macht halt ein, zwei Boxenstops mehr und ist trotzdem Platz 1 eigentlich. So, oh, Rot auch in der Box, sehe ich gerade. Wir kommen, oh, gut vorbei. Und die Frage, sieht man's? Die fahren schon wieder. Okay, Brot geht auch nochmal vom Medium. Aber hat jetzt halt noch 15, 16 Runden. Und Fischi ist halt schon 3, 4 Runden auf dem Medium. Ja, okay. Aber interessant. MMS-Strategie quasi. Also umgedreht. Wäre wohl auch gut möglich gewesen. Wobei Brot jetzt halt auch ein bisschen weiter weg ist, gell? Wobei er ein bisschen weiter weg. Direkt hinter Godmode gerade. Also P6. Ja, sagen wir so 13 Sekunden. Ist aber auch ein bisschen übel. Hat da dadurch durch den langen Stint mit dem Medium halt auch ein bisschen Zeit, glaub, verloren. Und jetzt müsste halt nur noch Fischi irgendwie so ein bisschen straucheln. Wäre ganz schön. Ich bin ja ganz, wirklich jetzt diesmal ganz vorne. Also ohne irgendwie Fahrer XY da vorne zählt ja eh nicht rein. Bin ja P1, Alter. Richtig nice. Und jetzt kommt Fischi angeflogen. Du willst mir wegnehmen? Gibt's ja gar nicht. Und was mir halt eigentlich auch schon wieder auffällt, Fischi ist wieder hinter mir. Im DRS mit den besseren Reifen. Das ist halt, ja, schon ein bisschen übel. Also halt für mich übel. Gibt's ja gar nicht. Im Fall noch hier, gell, mit den Harden kann man ja nicht mehr Vollgas fahren. Richtig, die erste Kurve. Und da kommt er halt schon wieder gut ran. Dadurch. Aber das war auch sehr gut rangekommen. Ich glaube, da hat er auch sehr spät gebremst. Hat aber auch irgendwie ein bisschen gereicht. Alter, wieso kann eigentlich nicht nach 38 Runden hier Ende sein? Wäre doch irgendwie nice gewesen, oder? Aber dann wäre das mit dem Boxenstopp vielleicht auch nicht gewesen. Dann wäre es eher so ein Einstopp-Rennen. Je nachdem, keine Ahnung. Eieieiei. Wieso kann Fischi nicht einfach so 2-3 Sekunden hinten sein? Es wäre doch so schön entspannt, hier noch so 14 Runden zu fahren. 2-3 Sekunden Vorsprung. Und nicht da so einen Formel-1-Wagen im Rückspiegel zu haben. Aber eigentlich kann ich mich noch einigermaßen gut halten teilweise. Aber jetzt halt auf den Geraden wird es halt immer interessant, gell? Vor allem meine Batterie auch sehr leer. Und sie blinkt, glaube ich, auch noch, oder? Bei 10% oder bei 15%. Das heißt, wenn sie jetzt schon blinkt, dann weiß jetzt halt Fischi auch so, hey, ich kann nicht mehr großartig auf den Geraden dagegen gehen. Außer er hat selber halt auch keine Batterie mehr. Das ist die große Frage. Ich muss hier die Kurve schön nehmen. Und keine Zeitstrafe mehr halt hier bekommen. Das ist halt natürlich auch noch übel. Die darf ich halt auch nicht bekommen, gell? Das wäre auch noch sehr übel. Oh, ne? Okay, er geht nochmal vom Gas. War aber schon schön nah dran, gell? Aber je nachdem, wenn er mich überholt, muss ich im DRS bleiben, ein bisschen Batterie laden und dann Richtung Ende vielleicht nochmal einen Angriff versuchen. Wäre auch gut möglich. Oder er kriegt 3 Sekunden. Aber die 3 Sekunden kann ich halt auch bekommen. Das ist halt das Gefährliche dabei. Und ja, weiß nicht. Silverstone tendenziell würde ich fast schon sagen, da kriege ich eher die Zeitstrafe. So, hier, oh, jetzt ist aber nah genug dran. Oh, sieht auch sehr schnell aus. Und er blinkt nicht. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Ja, fies, was? Ich wollte gerade fies sagen. Ja, fies ist jetzt auch nicht. So, und jetzt muss ich nur dranbleiben. Nur dranbleiben. Hört sich doch so einfach an. Guck mal, wie er wegzieht. Er hat sicherlich 60-70% Batterie wohl noch. Und kann jetzt hier ein bisschen wegpushen und weiß, dass ich keine Batterie habe. Und er hat den besseren Reifen. Aber hier bekomme ich schon mal DRS.
Alter, hier verliere ich aber ganz schön Zeit, gell. Alter, guck mal, der zieht er ganz schön weg. Ich glaube, der hat halt schon noch gut Batterie. Jetzt selbst mit DRS reicht das nicht ganz. Jetzt halt hier die Batterie leer ballern, ob das so schlau ist, weiß ich halt auch nicht. Hier komme ich auch langsamer durch. Oh, ganz knapp. Das wird aber nicht reichen. Und Batterie ist leer. Ja. Und jetzt wird er wohl leider wegkommen. Oh, come on. P1 so nah. Aber es sind noch 12 Runden. Vielleicht passiert irgendwas noch. So, die letzte Runde, ja, wie man sieht, hinter mir Cyber mit 6 Sekunden, sieht ganz gut aus, Brot auch, aber hat halt 18 Sekunden Strafe vor mir, Saturnfisch mit 5 Sekunden. Man hat so gesehen, so Runde 45 rum, hat man halt sehr gut gesehen, wie der Medium-Reifen halt einfach besser performt. Hat sich sogar noch die 6 Sekunden geholt, aber es reicht halt nicht, also, oder andererseits, es würde reichen, wenn ich selber die 3 Sekunden nicht hätte. Das ist natürlich eigentlich sehr ärgerlich. Jetzt, dass er noch auf 9 Sekunden kommt. Ich glaube, auf so viel Glück kann ich nicht hoffen. Das wird wohl leider nicht passieren. Es wird vermutlich ein P2. Ja, da überlegt man sich vielleicht zur Boxenstrategie. Ja, okay. Ja, jetzt ist eh vorbei, aber eigentlich auch gerade egal. Nach hinten. Warte, muss ich rechnen, Cyber, dadurch die 3 Sekunden reicht ihm auch nicht, okay. Noch Glück gehabt. ja, weiß nicht. Also Medium Software auch gegangen, so wie die anderen Teile sie gefahren sind, aber ja, vielleicht hätte ich da auch ein bisschen weniger oder mehr Zeit verloren oder auch nicht. Ja, jetzt rasseln hier die Verwarnungen rein, hey, komm, letzte Runde, Concentration, die letzten 2 Kurven. Ja. Jetzt bei mir keine Zeitstrafen, dann wäre das schon schön gewesen, aber ja, er ist noch gut, Saturnfisch ist noch gut weggefahren in den letzten paar Runden. Da war halt der Medium-Reifen noch mal ein bisschen besser als der harte. Kasu wurde disqualifiziert wegen zu viel Strafen. Es tut mir leid, dass ich darüber lachen muss, aber es wäre so easy Points gewesen. Auch wenn er 5 Runden Rückstand gehabt hätte. Also ich weiß nicht, wie weit er weg war. Irgendwann mal war er ja, glaube ich, mal eine Runde hinterher. Aber es wären halt richtig easy Points gewesen. So, PJ hat sich irgendwie sehr weit zurückfallen lassen, oder? Weil Brot vor PJ ist und Brot hatte 18 Sekunden. Keine Ahnung, was der noch gemacht hat. Und, Alter. Sauber fahren und es wäre P1 gewesen. Das muss man sich so eigentlich so durch den Kopf gehen lassen. Also klar, man kann immer sagen, hätte, aber ich will jetzt nicht sagen, boah, hätte, dann wäre ich P1 gewesen, aber es wäre in der Hinsicht möglich gewesen. Und es wäre nur um eine halbe Sekunde. Also wäre sehr knapp, aber um eine halbe Sekunde wäre es möglich gewesen. So, Cyber rutscht noch auf P3. Da können wir gleich auf die Tabelle schauen. Ja, freue mich auf deiner Seite schon, aber bisschen mehr Konzentration, keine Strafen und dann wäre P1 da gewesen. So, wir schauen nochmal auf die Tabelle. Schnellste Rundenzeit. Habe ich nicht, okay. Hat, glaub. Ne, Brot sogar, oder? Brot, Overkill. Oh, sogar Overkill, oder? Okay, ja. Mit den Zeitstrafen, klar, hier hin und her ist halt bisschen blöd. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, im nächsten Rennen seid ihr wieder dabei. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.